Heute stehe ich hier in Mettmann mit dem Projekt Sportvereine in Bewegung. Ich möchte Kinder in Bewegung bringen. Mit meinem Partner, die RENAG und dem Matthias Scherz TV, haben wir heute hier so ein Gerät überreicht. Die RENAG unterstützt das Thema Bewegung und Gesundheit hier in der Region, weil es uns ganz besonders wichtig ist, dass gerade die Kinder nach der Pandemie auch wieder sich bewegen und was anderes tun, als zu Hause zu sitzen und Playsee zu spielen. Die RENAG ist ja schon ein langjähriger Sponsor, Hauptsponsor von Mettmann Sport. Der Herr Jansson, der RENAG, unser Ansprechpartner für Sponsoring, ist auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, ja, wir haben eine tolle Kooperation mit Matthias Scherz und eine Schritte-Challenge, die einen tollen Preis mit sich bringen. Es ist natürlich Motivation für die Kinder und die Jungs machen das natürlich gerne mit und dadurch hast du natürlich schon eine Motivation, dass sie sich bewegen. Wir haben 47 Einzelpersonen, die daran teilgenommen haben und ich glaube roundabout 12 Millionen Schritte in der Zeit zusammen marschiert. Ich habe in der Schritte-Challenge teilgenommen, weil unser Vorstand hat uns erzählt, dass wir durch diese Challenge so eine Sportstation gewinnen können für unseren Verein. Die Sportstation ist deshalb besonders, weil sie alle Kinder in Bewegung bringen kann, weil es nicht nur um Geschwindigkeit geht und wir küren immer den Besten. Und deshalb sind wir da nicht abhängig von, dass irgendwelche Kinder ausgegrenzt werden. Von der Sportstation erhoffe ich mir, dass die Jungs auf jeden Fall nochmal einen Anreiz kriegen, nochmal Gas zu geben. Ich erwarte von der Sportstation, dass wir die Kinder mehr in Bewegung bekommen und dass wir das Training für die Kinder einfach effizienter gestalten können. Das kam sehr gut an. Die Jungs haben schon fleißig mitgemacht, finden das natürlich sehr cool. Und das, glaube ich, ist ein guter Motivator, wenn wir das einfügen können ins Training, dass die Jungs dann nochmal richtig Gas geben. Das Zweite ist natürlich, dass man Kinder mit so einer Technik, die auch bei großen Fußballvereinen verwendet wird, motivieren kann, vielleicht doch mal ein bisschen mehr aus sich rauszuholen. Das Engagement der RENAG hier in der Region ist wahnsinnig wichtig. Wir sind hier tief verwurzelt, engagieren uns schon ganz lange hier in der Region und möchten das auch weiterhin tun. Das hat mich so begeistert, dass ich dieses Projekt Sportvereine in Bewegung mit der Firma RENAG gegründet habe. Und ich möchte jetzt auch schon mal mich dafür bedanken, dass Sie uns unter dem Matthias Scherz TV unterstützen. Wir sind mit der RENAG sehr verbunden und freuen uns, hier auch weiterhin als Partner, einen starken Partner an der Seite zu haben, auch für die kommenden Jahre. Ja!